den nun bloß kaltstellen. Ja, ja, wie kann man diesen Mann bloß stoppen? Einen Manndecker ihm auf die Füße zu stellen, das ist relativ witzlos, denn Christian Meyer ist selber Manndecker. Und bei Standardsituationen, die er oft ausführt, da kann man auch nichts machen. Kickers-Trainer Paul Linz hat deshalb seinen Spielern die Gütersloher Standards noch im Bus per Video gezeigt, um eindringlich auf deren Gefährlichkeit hinzuweisen. Die Schwaben in Gelb, heute stark gehandicapt. Der seit Wochen überragende Regisseur Adnan Kevric fehlte gelb gesperrt, ebenso wie Sebastian. Eberhard Karr dafür heute der Spielgestalter und Raspel kam für Sebastian ins Spiel. Die Kickers nach 7 Minuten erstmals gefährlich mit Seiler, der erneut den Vorzug im Sturm vor Bayerle erhielt. Beim Tabellendritten Gütersloh fehlte heute David Wagner mit Gelbsperre. Für ihn Sona Üsal in der Spitze. Lewe. Und da ist Üsal Einsteh auf Männchen, aber Pfuderer mit Kopfklärung. Gütersloh so nach 20 Minuten mit leichten Vorteilen. Wieder Sona Üsal und Fehler Wülbier. Üsal und 4 trifft den Ball nicht richtig. Gütersloh zog nun an Mitte der ersten Halbzeit und versuchte die Kickers massiv unter Druck zu setzen. Karl gegen Üsal und Freistoß. Ja, ja, da haben wir sie schon, die Standardsituation, die Paul Linz so vehement zu vermeiden vermochte. Meier, der schnibbelt und Walter, der faustet. Eine gute Aktion von beiden Beteiligten. Nochmal das Ganze zum Genießen. Die Gütersloher mit bisher nur einer Heimniederlage weiter im Vorwärtsgang. Wieder Lewe auf Üsal. Zwei Stuttgarter schauen zu, aber einmal mehr Walter. So eine Üsal in Halbzeit 1 aktiver als Sturmkollege 4. Die Stuttgarter nur sporadisch im Angriff und wenn sie kamen, dann gewaltig. Malchow auf Seiler, der stahl sich davon und Matisek, er roch den Sonntagslupferbraten. Adam Matisek hatte die wenigsten Gegentreffer der Liga kassiert und schon 15 Mal zu Null gespielt. Klar, dass da Vereine wie Dortmund oder Schalke den Polen gerne verpflichten würden, aber was für eine Kickerschance, auch Maric im zweiten Versuch schwach. Dann wieder Freistoß, wieder Meier auf Gütersloher Seite. Weidemann, Giedel, Koroba, Weidemann, Koroba mit Abschlusspech. Die letzte Aktion vor der Halbzeit, die eigentlich null Gesprächsstoff lieferte, über was die vier Herren sich unterhalten haben. Naja, vielleicht kann es nur das Wetter gewesen sein. Beide Teams nach dem Wechsel unverändert und wie schon zu Beginn der ersten Halbzeit die Schwaben mit dem besseren Beginn. Lösch startet durch und Karl kommt, aber Landgraf mit entscheidender Schussstörung. Gütersloh dann einmal mehr mit dem ruhenden Ball. Klarer Fall für Meier. Auf den Libero, auf Giedel und 4. Gar nicht so ungefährlich, obwohl der Winkel sehr, sehr spitz war. Wenig später dann Wechsel bei den Kickers. Markus Seiler verließ das Feld und Markus Beierle kam. Stürmer für Stürmer also. 8 Minuten später, Eckball Schatzis. Maric verlängert und Beierle. Das 1:0 für die Kickers. Etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt. Schon letzte Woche gegen Wattenscheid kam Markus Beierle als Joker und traf. Und heute die für ihn freudige Fortsetzung dieses Spiels. 12. Saisontreffer für Markus Beierle, der nächste Saison im Europapokal der Pokalsieger spielt. Der Stürmer wechselt nämlich zum MSV Duisburg. Und da freut man sich schon auf solche Tore. Ja, ja, was nun, Hannes Linsen? Er musste unter der Woche gewaltig auf die Aufstiegs-Euphorie-Bremse drücken, aber von Euphorie jetzt keine Spur mehr.
Der FC zwar optisch überlegen, nur zwingende Chancen zu diesem Zeitpunkt Mangelware. 4 mit dem besten Beispiel dafür. 15 Minuten noch. Einmal mehr tief Luft holen beim FC Gütersloh für den Schlussspurt. Meier beim Eckball. Ja, da war doch was. Und 4. Dann Scharpenberg. Aber das alles viel zu eng. Der Gütersloher Neuaufbau. Einfallslos. Wieder hoch in die Mitte. Walter dazwischen. Und Weidemann. Der sollte das Spiel heute an sich reißen als Regisseur. Das gelang ihm aber nicht. Dann die Blauen, die heute ja in Gelb spielten. Chivios Befreiung kam als Bumerang zurück. Raspe, und das war knapper, als es eigentlich aussah. Dann die andere Seite, wieder eine Standardsituation. Weidemann, aber da hat er seinen eigenen Mitspieler angeschossen. Angelo 4 stand im Weg. Gütersloh drückte. Es drohte die zweite Heimpleite. Weidemann auf Scharpenberg, aber die Gastgeber vor dem Tor einfach viel zu harmlos. Die letzten 5 Minuten und plötzlich war Maric völlig frei. Den haben sie alleine gelassen, aber Matisek ganz cool und ohne Probleme. Die letzten Sekunden, Hannes Linsen nervös. Es war der letzte Angriff. Angelo 4 gegen Pfuderer und da rappelt's doch noch in der Stuttgarter Kiste. Der nicht mehr für möglich gehaltene Ausgleich. 4s 16. Saisontreffer. Pfuderer hatte den Gütersloher 89, ja fast 90 Minuten im Griff. Aber auf 4 muss man eben das ganze Spiel aufpassen. Ein sehr, sehr glücklicher Punktgewinn für den FC Gütersloh. Und so gab es nach Spielende gleich 2 enttäuschte Mannschaften. Ja, wir haben schwach gespielt, verkrampft. Ne? Da wird immer nach Alibis gesucht. Wir haben schlecht gespielt heute. Zurecht zurückgelegen, hätten auch zurecht verloren. Die Jungs sind jetzt alle enttäuscht. Es gilt, sich jetzt wieder aufzubauen. Wir haben den Gütersloh einen Punkt geholt. Mein Gott, dann haben nicht so viele Mannschaften geschafft. Wir hatten ja am Rande einer Niederlage. Haben vergessen, den einen oder anderen Konter vielleicht noch ein Tor zu machen. Aber von der Einstellung her und von dem ganzen Drumherum, wie die Mannschaft aufgetreten ist, Kompliment. Ganz klar ist, wenn wir nicht besser spielen als heute, sollten wir auch besser nicht aufsteigen. Ho, 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 harte Worte vom Gütersloher Coach. Aber was ist das Tor des Angelo 4 in Sachen Aufstieg jetzt eigentlich wert? In wenigen Minuten sind wir bestens informiert. Tino Polster, bitte. Einen ganz besonderen Charakter haben könnte, mit 3 Punkten nämlich, wären die Eintracht.